Das ist Dänemark. Das. Genau, da. Da ist er. Also die... Wenn Bock hatten, in Dänemark einkaufen zu gehen, gibt's die letzten Suppen in Autos zu übernachten. Wo? Dann seid doch stolz drauf. Ja. Also wisst ihr Bescheid. Eine Nacht. Auf jeden Fall noch mit roter Plakette. Ja, Gott, Stelle loswerden wollte. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram... Ja, mal schauen, ob da Punkte bei Stefan sind. Werden euch dabei egal. Für eins. Jetzt haben wir für. Guten Morgen. Es ist 20 vor 8. Wir haben es Mittwoch, den 14. August. Wir haben Bergfest. Und wir sind schon sehr früh wach. Grund ist das da. Unter anderem. Wir stehen hier auf einem, jetzt kann man es wirklich nennen, ein Park-and-Ride-Parkplatz. Und zwar ab 5.30 Uhr bis 18 Uhr, 19 Uhr ist hier Kommen und Gehen. Und wir haben das große Los heute auch noch gehabt, dass ein Schwerlasttransport, nur drei Schwerlasttransporte, die angekommen sind, weil hier ein Schwedenhaus gleich ums Eck gebaut wird. Tja, durften wir auch nochmal umparken. Ja, war schon richtig Action. Wir blenden ja auch mal hier kurz mal Bilder ein von dieser die Parkerei von den Schwerlastern. Und ja, jetzt sind wir früh wach, weil die natürlich auch sehr früh schon Krach gemacht haben. Gibt es noch was zu meckern? Nein, es ist draußen Sonnenschein. Strahlender Sonnenschein. Zwar windig, aber strahlender Sonnenschein. Und wir machen jetzt Frühstück. Guten Morgen. Ja, der ist auch schon wach, logischerweise. Und oben. Schinken? Da ist der Schinken. Sehr gut. Der letzte norwegische Schinken, den wir haben. Und ja, heute geht's Richtung Malmö und mit aller Wahrscheinlichkeit Richtung Kopenhagen und weiter. Das heißt, wir werden wirklich Schweden schnell wieder verlassen, dass wir wirklich nur einmal durchreisen und morgen dann in Dänemark übernachten. Ja, und dann sind wir schon bald in Deutschland wieder. Und dann sind, sage und schreibe, 3,5 Wochen, wenn wir mal jetzt die Hochzeit abziehen, 3 Wochen Urlaub vorbei. Ja, schade. Aber noch haben wir 3 Tage, mindestens, wenn nicht 4 Tage. Also wir wollen das mal nicht alles so schnell beenden. Noch kommt da ein bisschen was. Genau. So, und jetzt wird mein Arm schwer. Und Essen ist bald fertig. Und deshalb sage ich schon mal, gut den Hunger. Hunger. Und begrüße euch zur letzten Aufnahme in Schweden. Mhm. Denn da vorne ist die Öresundbrücke, die wir auf jeden Fall mit der Action Cam filmen werden. Mhm. Wir sind gut durchgekommen. Wir haben es jetzt 11:30 Uhr. Und dann werden wir euch auf der anderen Seite, wenn wir dann den nächsten Halt machen, mal sagen, was wir genau bezahlt haben. Ja. Ne? Solange müsst ihr euch gedulden. Mal sehen, ob es überhaupt noch irgendwann hier vorangeht, weil ich habe, glaube ich, wieder die falsche Spur erwischt. Ja, hast du auch. Da kriegt es wieder einer nicht hin. Naja. Ja, musst du jetzt durch. Oder setzt den Rückwärtsgang ein und setzt drüber. Das habe ich mir auch schon so gedacht.
So, wir filmen jetzt in doppelter Filmqualität. Da, ich kann einmal so machen, dann seht ihr das doppelt. Die Öresundbrücke. Das da hinten, das ist Malmö. Das ist Sweden. Und da vorne, das ist Dänemark. Das könnte Kopenhagen sein. Wenn unser System nicht völlig lügt. Das dürfte ja Kopenhagen sein, ja. Ja, und wie gesagt, auch da mal ein bisschen Windpark. Ein Windpark, da machen wir mal durch. Ja, und das soll es mit dieser Kamera sein. Den Rest zeigen wir euch mit dem Schnelldurchlauf. So, meine Leute, es ist kurz nach 12. Guten Tag. Und ihr seid live dabei, wieder wie ich ein neues Land betrete. Also ist nicht das erste Mal. Wollte ich sagen. Es ist schon öfters passiert. Ich mache euch mal wieder rein, damit es nicht so windig ist. Und ja, wir sind in Dänemark angekommen, haben endlich den ersten Rastplatz erreicht. Hier ist so gut was voll. Wir werden hier auch Mittagspause machen. Und dann werden wir einfach mal schauen, wohin die Reise geht. Kopenhagen haben wir mal schön rechts liegen lassen. Weil wir haben entschieden, wenn wir mal Kopenhagen uns anschauen wollen, dann kommen wir nochmal mit einem Kreuzfahrtschiff her. Gibt es genug Reisen, die das anbieten. Dann müssen wir das jetzt nicht auf dieser Tour machen. Genau. Von daher. Wie war es? Die Öresundbrücke zu überfahren. Eine Brücke halt. Mit einem Tunnel hinten dran. Genau, das habe ich gar nicht gewusst, dass es da einen Tunnel noch gibt. Nö, ich auch nicht. Aber wenn du jetzt aus Deutschland kommst, dann machst du halt erst den Tunnel und dann die Brücke. Ja. Ja. Immer mal was anderes. Wir werden jetzt den Stuhl drehen, Obst essen und würde ich erstmal in Ruhe eine Mittagspause machen. Genau. Bis dahin. So, meine Lieben. 80 Kilometer weiter geradeaus. Hat das Navi auch nochmal gesprochen? Für 81 Kilometer weiter geradeaus. Und ja, jetzt sind wir an der großen Beltbrücke. Ich glaube, wir haben euch noch gar nicht gesagt, was die Öresundbrücke kostet. 62 Euro. Und jetzt sind wir an der großen Beltbrücke. Und das Lustige an dieser Brücke, an der sind wir schon mal vorbeigekommen. Aber drunter, jetzt fahren wir drüber und die kostet so einiges. 245 dänische Kronen. Und ganz schön laut gepiept. Quittung, Quittering. Oh, das da? Ja. Danke. Ja, ich kann Dänisch. Ja. Smørrebrød, Smørrebrød, ram, pam, pam, pam. Genau. So, und jetzt sind wir drauf. Und jetzt fahren wir. Ja, wir sind gleich drauf. Oh, der Klugscheißer wieder. Wir sind gleich drauf. Und dann geht es ab. Wo wir einmal drunter waren, geht es dann wieder drüber. Und wir melden uns dann von unserem Schlafplatz.
Willkommen! Willkommen, ja, wenn das so heißt. Das weiß ich nicht. Ich habe einfach willkommen so gesagt, auf Deutsch. Ach so, ne? Willkommen. Genau. Wilma sei kommen. Ja, wir sind hier an unserem Privatstrand. Mal wieder. Ja. Er wird nicht privat bleiben, weil wahrscheinlich wird der eine oder andere vielleicht wieder dazukommen. Deshalb sagen wir es gleich dazu. Schauen wir mal. Wir haben diesen Platz bei Park4Night gefunden. Das heißt, wir blenden es euch jetzt wieder ein. Die Koordinaten, damit ihr natürlich den auch findet. Genau. Da hinten steht er, unser Auto. Hinter Marcel sieht man es. Genau, da. Da ist er. Also direkt am Wasser. Ja, kann man nicht klagen. Ja, wir werden mal schauen, was wir jetzt so überhaupt machen. Es ist nämlich gerade mal um 3. Ja, mal schauen. Haben noch eine ganze Sache vor. Wir werden definitiv nicht in der Ostseebahn gehen. Dafür ist das eindeutig zu windig. Und man soll eh da, ist nicht so schön. Wir kennen das. Obwohl wir in der dänischen Ostsee noch nicht waren. Ja. Ich könnte ja mal meinen Finger dann reinhalten. Das muss ausreichen. Ja, sonst lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir melden uns wieder. So sieht's aus. Bis später. Ciao. Wir werden jetzt was zum Essen machen. Wir haben es, glaube ich, kurz vor 16 Uhr, ne? Ja. Und weil wir ja eh noch Chips haben und heute nicht wirklich viel mehr passiert, was, tun wir halt jetzt was Gutes essen. Und weil wir auch keinen Bock hatten, in Dänemark einkaufen zu gehen, gibt's die letzten Suppen. Ich habe so ein Möhrchen-Eintopf und Stefan hat nochmal so einen Hühnernudel-Eintopf. Den hatte ich schon, der ist ganz gut. Ich bin gespannt, wie dieser Möhren-Eintopf ist. Den hatte ich noch nicht. Und ja, dann werden wir abwaschen und auch noch was lecker essen. Zwischenzeitlich haben wir gedacht, oh, an diesem Platz darf man gar nicht stehen, weil da kam ein Treckerfahrer, der hat nämlich da diese Hütte. Aber er hat nur was hingebracht, ist dann auch wieder abgehauen, weil wir dachten, na jetzt stellt er sich mit dem Trecker dahin und dann kommt es nicht mehr raus. Uiuiui, nein, er ist wieder abgehauen. Es gibt unterschiedliche Aussagen, was in Dänemark angeht, was das Freistehen gibt. Es gibt Internetseiten, die sagen, es ist verboten, in Autos zu übernachten. Das ist Quatsch. Wo man sagen kann, ja, übernachten, warum ist das Quatsch, was laberst du jetzt dazwischen? Hier, Moment, der Mann will was sagen. Also, Fakt ist eins, du darfst in Dänemark dich wieder fahrtüchtig, ja, machen. Und dazu gehört auch eine Übernachtung in einem Fahrzeug. Was aber nicht erlaubt ist, ist Camping. Das heißt, sobald du Stühle oder irgendwas rausstellst, ist es Camping und dann ist es nicht erlaubt. Aber du darfst definitiv eine Nacht in deinem Auto übernachten. Willkommen bei Klugscheißer gibt den neuesten Rat. Ja, habe ich gerade eben herausgefunden. Ja, dann sei doch stolz drum. Ja. Also wisst ihr Bescheid, eine Nacht ist kein Problem. Und ja, das werden wir auch machen. Eine Nacht werden wir hier bleiben und dann geht es Richtung Deutschland. Dazu aber später mehr. Jetzt werden wir erstmal was essen und ja, dann melden wir uns kurz vorm Schlafen gehen nochmal. Bis dahin. Tschüss. Genau, halten Sie mal wieder. Mach ich. Ja, wir haben es 6:30. Wir sind immer noch in Dänemark, sind nicht weitergefahren. Aber wir sind nicht mehr alleine. Genau, wir haben jetzt Nachbarn aus Nürnberg. Aus Nürnberg. Ein alter MAN. Ja, powered by MAN. Steht dran, aber ich hätte das für Mercedes gewesen. Nee, das ist ein MAN. Ja, lustig, wenn Mercedes... Ein Alter. Genau. Auf jeden Fall noch mit roter Plakette. Tocker-Diesel, genau. Ja. Ja. Ja, wir haben lecker lecker. Wir haben gegessen. Wir haben gegessen, genau. Und wir haben nicht gegessen, wie ich es dir da am Bildschirm da, du gerade guckst, na da. Gezeigt habe, ich habe im Endeffekt doch wieder den Hühnertopf gegessen und Stefan hat den Möhren-Eintopf bekommen. Hat er sich extra ausgesucht, mochte er aber nicht. Nee, da war was drin, wo ich denke, nee, besser nicht. Naja, egal. Was macht man nicht alles, ne? Mit Yang, mit die Fang. Mhm. Genau. Der Ring, dich zu knechten. Genau, da war er. Ja, ich gucke gerade auf die See, auf die Ostsee, wo es sehr, sehr schön. Ja, ich hatte erst überlegt, vielleicht geht man nochmal spazieren. Können wir machen. Dafür ist der Strand nämlich bekannt, dann nehmen wir euch aber nicht mit.
Weil das ist zu stürmisch, das macht keinen Sinn. Da müssen wir aufpassen wegen Wind und so. Wir wollen doch mal ein bisschen. Wir können uns ja dann nochmal melden, wenn wir wieder zurück sind. So der Plan. Ja, sonst empfehlen wir auf jeden Fall diesen Platz hier. Mhm. Das können wir sagen. Und. Ja, der Strand ist jetzt nicht dieser Pulversand, sage ich mal, sondern es ist halt so ein gröberer Sand. Aber es ist schön. Es ist auch hier toll für eine Nacht, auf jeden Fall. Das ist ein Bombenplatz, weil du bist halt wieder am Meer. Genau. Also von daher kannst du nichts zu sagen. Klar hält der auch nicht mit dem Platz, wo wir kurz unter den Lofoten gestanden haben. Das war ja sowieso die Krönung mit dem Lagerfeuer dann auch noch und so weiter. Aber alles gut. Es hat jeder Platz seine Besonderheiten gehabt. Genau, so ist es. Und dieser Platz, der darf sich auf jeden Fall nicht, der braucht sich nicht schämen und kann sich in unsere tolle Übernachtungsmöglichkeiten mit einreihen. Definitiv. Weil, ich würde schon sagen, der Platz von gestern, der war dann, den würden wir natürlich nicht empfehlen. Gerade nicht mit den Spaß. Aber ein Platz, der nicht so dolle ist, muss ja auch mal dabei sein. Ne? Also sonst waren die Plätze immer super. Wir haben aber gepennt. Und das war wichtig, dass wir Wir waren halt nur um 6 Uhr halt auch wach. Ja. Oder kurz nach 6, dann ging das halt los mit den LKWs, die dann gestartet haben und dann ihren Motor einfach wieder laufen lassen haben. Wie das ja so üblich ist. Und es gibt ja auch, naja, egal, wie auch immer. Könnte man philosophieren. Genau, wollen wir aber nicht. Wir gehen jetzt mal am Strand spazieren. So ist es. Bis dann. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, was soll man sagen? Wir haben einen sehr schönen Strandspaziergang gerade hinter uns. War wirklich sehr schön. Die Sonne kam jetzt noch raus. Wir haben jetzt gerade strahlenden Sonnenschein. Also das heißt, mit großen Wolken und so weiter ist heute Abend nicht mehr zu rechnen. Wir werden jetzt uns noch gleich einen Film anschauen. Werden noch uns hier sozusagen Bett fertig machen. Und was ich jetzt auch nochmal da an der Stelle loswerden wollte: Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram und bei Facebook folgen. Da habt ihr sozusagen tagesaktuelle Bilder oder einigermaßen tagesaktuelle Bilder, wenn wir auf Reise gehen. Habt schon ein bisschen, einen kleinen Vorblick und Vorgeschmack auf unsere Reisen, die ihr dann hier bei YouTube irgendwann sehen werdet. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen als allen eine gute Nacht und bis morgen früh. Tschö! Guten Morgen. Guten Morgen. Naja, es ist 20 nach 10. Wir haben Donnerstag, den 15. August 2019. Und wir sind hier noch in Dänemark. Da ist der Strand. Da ist immer noch das Schiff, was sich immer die ganze Zeit im Kreise dreht. Das scheint vor Anker da zu liegen. Das glauben wir auch. Ja, wir werden uns jetzt langsam Richtung Deutschland machen. Werden mal nach Flensburg gucken. Bisschen was tanken. Ja, mal schauen, ob da Punkte bei Stefan sind. Werden euch dann berichten. Ich hoffe nicht. Und ich hoffe nicht. Ja, laut Plan brauchen wir heute 5,5 Stunden, 450 Kilometer. Das ist so die Zielrichtung. Werden wir wahrscheinlich auch fast einhalten. Okay, die 5,5 Stunden werden nicht passen. Da kommt noch mindestens eine halbe bis Stunde drauf, weil wir ja auch noch eine Pause machen wollen und so weiter und so fort. Ja, wir melden uns immer mal wieder noch und dann würde ich sagen, fahren wir erstmal los. Erstmal Schuhe ausklopfen, weil da ist noch Sand drin vom Strand und dann fahren wir los. So machen wir das. Bis später.
meine Lieben, wir sind wieder in Deutschland, in Tyskland, wie der Däne sagen würde. Deutschland hat uns wieder, würde ich sagen. Genau, wir waren gleich tanken und die blöde Tanke hat gerade den Preis um 1 Cent nochmal runtergemacht. Unfassbar. Gemein. Dann hätten wir noch einen Cent gespart, aber egal. Für 1, jetzt haben wir für 1,179, so wie die aktuelle Tanke ist, getankt. Durch den ADAC-Rabatt. Genau, wir hätten 1,16 haben können, aber egal, 1,17. Ja. Wir sind wieder in Deutschland, Skandinavien ist uns wieder los. Hab gerade nochmal nachgerechnet, 18 Tage waren wir nicht in Deutschland. Ja, wir können ja mal gucken, also mal so ein Zwischenfazit geben, wie viel das eigentlich ist. Das ist meine Inspektion hier wieder. VW will auch immer dort Inspektionen haben. Also, wir haben Verfahren an Kiel, also an Stunden. Also eigentlich können wir es aufrunden, 81 Stunden. 81 Stunden. Haben wir im Auto gesessen, nur. Ja, aber okay. Das sind 2 Wochen Arbeitszeit. Ja, wie weit sind wir auch gefahren, ne? Also waren ja ein paar Kilometer. Das ist richtig. Ja, und wir haben Kilometer gemacht. 5.341. Wie das Auto gefahren ist. Da kommen jetzt natürlich noch knappe 340 Kilometer wieder mit drauf, weil bis nach Hause. Richtig. Dann sind wir bei 5.680 und dann kommen nochmal Pi mal Daumen 700 Kilometer dazu von der Fähre. Mhm. Und dann wisst ihr, wie viele Kilometer wir in diesem Urlaub gefahren sind. Das Schöne ist, wir haben eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 66 km/h. Also dafür, dass es eigentlich relativ immer langsam voranging in Norwegen, muss man sagen, ist es okay. Du bist ja in Dänemark auch ein bisschen schneller jetzt gefahren, ne? Ja, das hat es aber nicht mehr rausgerockt. Dieses waren ja nur, weiß ich nicht, 150 Kilometer. Ja, aber die hast du auch gefahren. Ja, gut, okay. Na, da habe ich 95. Siehste? Also das ist auch nicht viel mehr, aber egal. Das sind mal knappe 29 Kilometer mehr. Genau. Auf jeden Fall, ja. Gute Strecke gemacht, war eine schöne Reise, kann man nicht meckern. Haben viel erlebt? Ja, sehr viel gesehen, sehr viel schöne Sachen gesehen. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, oder was würdest du sagen? Definitiv. Also Norwegen auf jeden Fall, Schweden können wir nicht viel sagen, Dänemark. Ja, es ist irgendwann vielleicht mal ein anderes Reiseziel dann. Also gerade Dänemark wird ein anderes Reiseziel nochmal sein, weil das ist relativ dicht dran. Und ob wir Schweden uns antun, das wissen wir nicht. Da gucken wir einfach mal, was die anderen YouTuber so erleben. Jetzt könnten wir ein riesen Brumborium mal machen und wie schön war die Reise und bla bla bla. Das machen wir jetzt aber hier am Ende nicht, weil es gibt definitiv noch ein Fazitvideo. Es wird noch einige Videos im Nachgang geben, also nicht nur das Fazitvideo, sondern auch ein Vergleichstest. Welcher Weg ist vielleicht für wen auch am besten? Das kann jeder sich da aus diesem Video dann, wir hoffen, relativ gut ableiten. Wir haben jetzt 2 Wege ausprobiert, die werden wir auf jeden Fall vorstellen und wir werden auch dann noch vorstellen, welche anderen Wege es dafür geben wird. Genau, aber das die man alles kann. Erst später, also eigentlich in den zukünftigen Videos, weil es ist ja das Ende. Eigentlich ist es unser Reisevlog hier mit dann auch dementsprechend jetzt beendet. Genau. Na? Das ist ja, genau, wir haben die Reise beendet von den skandinavischen Ländern oder beziehungsweise hauptsächlich ja Norwegen. Und damit ist dieser Reiseflock hier beendet. Alles andere werden dann Specials. Weil wir werden jetzt nicht anfangen, euch zu zeigen, wie wir nach Hause fahren. Hamburg, das kennt ihr, da kommen noch andere Videos zu Hamburg. Also da wird uns noch einiges an Stau erwarten. Deshalb, das ist nichts Neues. Das werden wir jetzt einfach nicht mehr filmen. Genau. Und jetzt würden wir einfach sagen, wenn euch diese Videoreihe, also rein der Reiseflock gefallen hat, dann Daumen nach oben. Gerne weiterempfehlen. Kommentiert, wie hat euch das so gefallen, was hat euch am besten gefallen, was vielleicht auch nicht gefallen hat, gerne rein. Dann abonniert gerne diesen Kanal. Und gebt da auch gerne Tipps, was man vielleicht verbessern könnte aus eurer Sicht. Jeder sieht es immer anders, das ist klar. Man kann es auch niemandem komplett recht machen, das ist auch normal. Das wollen wir gar nicht. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar Tipps, die man vielleicht nochmal verbessern könnte, wo wir auch sehen, oh ja, das ist ganz cool. Oder gerade für die anderen. Es ist ja nicht nur für uns, weil Norwegen ist für uns erstmal abgehakt. Aber für die anderen, dass man da noch ein paar Informationen hat. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei einer neuen Folge von Kreuzfahrt-Bulli. Jo, bis dahin. Ciao, tschüss. Thank you.
aus? Mach das so. Und das mache ich jetzt. Ist ja eine Frecher der Bengel. Ja, ja, gib die Teller her. Ja, meine Lieben, wir machen uns jetzt was zum Essen. Und ist ja wohl unfassbar hier. Also wir machen ein Video. Wir machen was zum Essen. Einfach mal.